Der Grafikkartenmarkt spielt das gesamte letzte Jahr über einfach nur verrückt und ist nicht mehr normal. Ich möchte euch hiermit einen Einblick zu der aktuellen Preislage verschaffen und willkommen hiermit zu diesem Video. Ja, der Grafikkartenmarkt. Für GEMA ist das wirklich ein hartes Jahr gewesen. Entweder waren Grafikkarten nicht lieferbar oder Preise waren jenseits von Gut und Böse. Ich möchte euch hiermit aber nicht erzählen, warum Grafikkarten so teuer sind, sondern auf die aktuelle Preislage auf dem Gebrauchtmarkt eingehen. Infos zu den Neupreisen kann sich ja jeder über Idealo oder über GuideSites einholen und somit erspare ich mir diesen Part. Zur Information, dieses Update zu den Grafikkartenpreisen wird es jeden Monat geben, also hinterlasst ein Abo und einen Daumen. Kommen wir nun zu den Preisen. Ich habe mir hierzu lediglich Gebrauchtmarktpreise auf eBay, eBay Kleinanzeigen und auf Facebook Marketplaces herangezogen. Anschließend wurden für alle Grafikkarten die 3D-Mark GPU-Score-Punkte eingeholt. Als Ergebnis hatte ich dann ein Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Grafikkarten. Und die Grafikkarten mit den besten Verhältnissen werden euch überraschen, also bleibt dran. Falls ihr eine Gesamtübersicht über alle Grafikkarten bekommen möchtet, dann schaut doch mal auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Dort habe ich bereits eine Tabelle hochgeladen, in der alle für zumindest GEMA-relevanten Grafikkarten aufgeführt. Hier in der aktuellen Übersicht von Nvidia-Grafikkarten, die nach Release sortiert sind, sehen wir, dass für eine ja zumindest 4 bzw. 5 Jahre alte Grafikkarte, also der GTX 1070, fast 500 Euro abverlangt werden und für eine RTX 3090 manchmal sogar bis zu 3000 Euro verlangt werden, und das ist einfach nur verrückt. Zu dem Sweet Spot kommen wir aber am Ende. Bei den AMD-Grafikkarten ist die Modellübersicht ein bisschen übersichtlicher, wobei man hier auch erwähnen muss, dass Modelle wie die Vega 64 oder Vega 56 ausgelassen wurden. Auch bei Nvidia wurde die Titan-Serie ausgelassen. Ich möchte einfach nur lediglich hier auf die gängigen Modelle eingehen, wie der RX 5500 bis zu RX 6900 XT. Auch hier sieht man, dass die RX 5500 für etwa 470 Euro erhältlich ist und schon deutlich über dem UVP liegt. Mit der RX 6900 XT erhält ihr eigentlich einen guten Konkurrenten zu der RTX 3090. In dieser Grafik sehen wir alle Grafikkarten sortiert, das heißt also AMD und Nvidia Grafikkarten, zu ihren Preisen, und am teuersten ist nach wie vor die RTX 3090, gefolgt von der RTX 3080 Ti. Das Diagramm habe ich euch mal in drei Bereiche eingeteilt. Zu dem günstigsten Bereich gehören unter anderem die GTX 1650, die es ab ca. 350 Euro gibt, bis 500 Euro die GTX 1080. Der grüne Bereich wird überwiegend von Nvidia gedeckelt, wobei nur eine RX 5500 XT zu finden ist. Ich persönlich würde in diesem Preissegment zu einer GTX 1660 Super greifen, weil ich persönlich auch mit dieser Grafikkarte gute Erfahrungen gemacht habe und auch jedem, der auf Full HD zockt, empfehlen würde. Ab ca. 500 Euro, also im mittleren Preissegment, bekommt man eine GTX 1070 Ti bis 1000 Euro einer RTX 3070, wobei hier die Spannweite von 500 Euro relativ groß ist. Daher könnte man diesen Bereich auch in zwei Teile aufteilen, das heißt mittlerer Bereich 1, mittlerer Bereich 2. In dem ersten Bereich, also bis etwa 700 Euro, würde ich zu einer RX 6600 XT greifen oder zu einer gebrauchten RTX 2060 Super. Falls man aber jedoch noch etwas Geld von Weihnachten übrig hat oder vom letzten Bayram, dann würde ich
1.400 Euro zugreifen. Bei der jetzigen Übersicht erhält ihr einen Einblick zu der Preis-Leistungs-Situation. Und hierzu wurden unter anderem die Gebrauchtmarktpreise im Verhältnis zu den 3D-Mark-Score-Punkten herangesetzt. Das heißt also, umso niedriger der Wert, umso besser das Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu den absoluten Gewinnern gehören unter anderem die RTX 2080 Super und die RTX 2080 Ti, gefolgt von der GTX 1080 Ti, wobei man hier auch erwähnen muss, dass es sich um eine nahezu 5 Jahre alte Grafikkarte handelt. Ein absoluter Preis-Leistungs-Verlierer ist die RTX 3090, gefolgt von der RX 5700 und der RTX 3060. Hier bekommt man weniger Leistung für sein Geld. Auch hier habe ich euch nochmal das Preis-Leistungs-Verhältnis in drei Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich, also der grüne Bereich, man könnte auch sagen der Best Bang for Your Buck Bereich, bewegt sich bis zu Zahl 7. Der zweite Bereich, also der mittlere, geht bis zu 8 und der rote Bereich ist Open End. Ja, das war es eigentlich auch soweit. Ich wollte euch lediglich nochmal zeigen, dass ihr mit den Grafikkarten in dem grünen Bereich verhältnismäßig einen guten Preis zu der Leistung, die ihr bekommt, ausgegeben habt. Man darf natürlich nicht vergessen, grün heißt nicht gleich günstig, sondern grün bildet nur das Verhältnis ab, in dem sich der Preis zu der erhaltenen Leistung der Grafikkarte durchaus lohnen kann. Ja, und hiermit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und hinterlasst ein Abo und einen Daumen. Bis zum nächsten Video.